Wie kommen wir da hinein, Manu? Gar nicht. Wir sollten wieder gehen. gar nicht, wenn du keine Einladung besitzt. Wir müssen uns vorne bei der Wache melden. Dann müssen wir ein Formular ausfüllen. Und zwar Formular Nummer... A38. Genau. Dann dürfen wir uns hier frei bewegen. Das bedarf dann aber wieder einer Einladung. Und dann müssen wir Formular Nummer was ausfüllen? B49. So ist es. Kann ich mich da hineinschleichen? Ach, weil stimmt, er ja ist ja ein... so ein Schatten. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich war noch nie drin. Ich weiß nicht, ob du dich in den Palast... Was? Ob du dich in den Palast eindringen kannst? So zwischen eine Ritze quetschen. Ich hab mich eingedrungen. Moment. Oh, ich hab's verwechselt mit eingepullert. Ich zweifle nicht daran, dass du da ungesehen hineinkommst. Ich zweifle nur daran, einen Weg hineinzufinden. Was? Das ist so ziemlich das Gleiche. Er hat sich gerade selbst widersprochen. Kein Hintereingang? In der Regel sind Paläste so konzipiert, dass es einen Fluchtweg für die Oberhäupte gibt. Ein Hintereingang müsste es auch hier geben. Und der ist ja nur versteckt. Und könnte sonst wo enden, zum Beispiel auf einer Nachbarinsel. Das hilft nicht. Meistens jedoch sind diese mechanisch verborgen. Ich bin übrigens Architektin. Das hilft nicht. Schleiße dich da alleine hinein. Ja, was ihr machen könnt, ist euch weiter nach Joe erkundigen. Ach ja, wir müssen ja Joe suchen. Er wurde zuletzt am Konstantinerweg gesehen. In Ordnung, nehmt euch nicht zu viel Zeit dafür. Ich möchte euch wieder hier treffen, wenn ich was gefunden habe. Ich stelle es mir allerdings nicht sonderlich kompliziert vor, in den Palast einzudringen, wenn sowieso niemand auf uns reagiert. Stimmt ja, es interessiert sich eh niemand für uns. Wir hören alle nur ihre Technomucke. Richtig, wir haben iPods, endlich. Das Neueste aus Nardine, yeah. Der Eigabben. Der Eigabben. Wir suchen so lange, bis du uns ein Zeichen gibst. Ein lautes Geräusch. Ein Feuer. Der Palast brennt. Hast du das gehört? Nee, ich höre gerade Musik. Ein Zeichen. Ich meine, ein Zeichen. Im Palast gibt es... Ich hab's gewusst. Ich hätte es vorher sagen sollen. Ich hab an eine Silvesterrakete gedacht, aber ich hab was anderes gesagt. Scheiße. Ja, den Feuerwerkskörper wird sicherlich niemand bemerken, denn sie hören alle Musik. Wenn genau. Du eines davon in die Luft feuerst, merkt das ganz Gavin. Oh. Das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Ich sag dir Bescheid, wie du uns erreichen kannst, aber tu es bitte nicht. Sehr schön. Was? Er hat gesagt, er soll es nicht tun. Okay, ich mache es. Nein, sollst du nicht. Ich tue es. Gehen wir den Plan... Entschuldigung. Gehen wir den Plan noch einmal durch. Gut, ich schleiche mich in den Palast hinein. Durch einen Weg, den wir nicht kennen. Und suche nach Beweise für die Invasion, die wir uns erträumt haben. Ihr beide erkundigt euch nach Joe, der irgendwo sein könnte. Sobald ich irgendwas gefunden habe oder etwas dazwischen kommen sollte und ich somit die Mission abbrechen muss, dann schlucke ich diese Kapsel, dann feuere ich einen Feuerwerkskörper ab, mit dem ich sich... mit dem ich sicherlich niemand findet, ja. Dann müssen wir uns alle wieder hier treffen. Unverfolgt natürlich. Genau, am Ort der Tat. Genau. Dann müssen wir uns alle wieder hier treffen. Alles Weitere dann. Wir könnten dann fliehen. Blöde Idee. Gut, okay. Viel Glück. Euch auch. Sei bitte ganz vorsichtig, True. Nö. Keine Sorge, wir warten noch auf die Dunkelheit. Denn da ist ein Schatten am effektivsten. Sie sind ja so unauffällig als die Einzigen, die nicht aussehen wie irgendwelche Aushilfsvampire. Ja. Und wir stehen schon die ganze Zeit hier auf dem Hof herum und niemand bemerkt uns. Oh, okay. Los, jetzt geht's los mit deiner Stealth-Mission. Solid Snake. Ja. Yeah. Hey, oh, Mensch. Versagt. Wow, krasse Konsequenzen. Hey, Mensch. Oh, Gott. Scheiße, er hat uns rausgeworfen. Wie weit kann ich heran? Du, ich kann nichts sehen. Hey, Mensch! 2, 3... Ungefähr 5 Meter. Ungefähr 5 Meter weit könnt ihr gucken.
Hey, beleidige mich nicht. Ich bin kurzsichtig. Langsichtig. Auch immer. Eigentlich bräuchten wir Brillen, aber wir müssen ja alle gleich aussehen. Was? Ich kann nicht hier lang? Vielleicht musst du hinter dem oberen entlang. Ich hab's gerade versucht, es geht nicht. Nee. Da, hinter seinem so, Rücken der. Hier. Da, so genau. Ah. Super. Hey, wer ist da? Oh Mann. Wir schmeißen euch heraus und setzen euch wieder dahin, wo ihr hereingekommen seid. Echt hier. Och Mann. Hey, aber das sah doch schon mal ganz gut aus. Du sollst nach oben gehen. Unsichtbares Labyrinth ist unsichtbar. Ja, genau. Oh. Hey. Ich fange jetzt an, zwischendurch zu speichern. Das ist doch bescheuert. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Achtung. Hey, Mensch. Hey, Mensch. So. Oh. Wo denn jetzt? Du gehst mal eins nach oben, eins nach links, nee, zwei nach links, dann gehst du nach oben, nochmal nach oben und nach links. Nee, rechts, würde ich sagen. Oder rechts? Ja, na, rechts, ich weiß mal, nicht an dem da rechts dann, nee, passt. Ich wollte jetzt den Weg außen rum probieren. Ah! Oh, den konnte man doch nicht sehen. Dafür braucht man eine Ausbildung? Cool. Ja. Oh. Und natürlich höre ich bin ganz leise! Ich bin Ei geben! Unst. Ich speichere nochmal. Ja. Wo willst du überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hier. Wo muss ich überhaupt hin? Verdammt! Egal, Hauptsache sie sehen mich nicht und ich sehe cool aus. Vielleicht hier. Hey Mensch! Was war das? Da war niemand! Wir standen auf den Burgzinnen oder so. Oh, bestimmt. Hilf mir, Speicherhuhn! Zum Glück gibt es so gute Orientierungspunkte! Wie? Die Wüste! Aha. Oh. Natürlich können sie dich von den Zinnen hier oben auch nicht sehen. Mal so hier gehen? So, und ich wette, der Hintereingang ist hinten. Ah, stimmt, wir müssen jetzt zum Hintereingang. Genau. An diesem Baum. Vielleicht. Oh. Ich nehme jetzt diesen Geheimeingang einfach so. Plot Convenience! Na, so ein Zufall! Oh. Und das hätte nicht ohne Hinweis funktioniert. Nein! Das einzige Objekt, das hier anders aussieht. Genau. Oh Mann. Eine Treppe! Hoffentlich ist sie nicht abgeschlossen. Oh. So, jetzt müssen wir nach Joe suchen. Joe, bist du Joe? Joe. Kein Joe. Ich rede nicht mit dir. Geh weg. Joe? Mary! Ah! Put the cabin down! Lol! Ja. So. Oh. Haben wir vielleicht. Lass mich meine Techno-Musik hören. Ah, sieh mal, Auftrag. Oh. Die Fiers haben euch beauftragt, nach Gavin zu reisen und den Ursprung der wachsenden schwarzen Magie zu finden, die übrigens nur von einer einzigen Person ausgelöst wird und deswegen ganz besonders gefährlich ist. Von Tintui aus fahren Schiffe nach Schörden, bla 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 bla. Dort steht eine Ritus, in der die schwarze Magie gelehrt und praktiziert wird, von einer Person. Und was ist jetzt mit Joe? Nix. Kein Auftrag. Joe darf sterben. Hallo, rettet mich. Nein, wir haben keine Quest für dich. Nein. Für dich gibt's kein Geld.
Wow, ich bin echt begeistert. Da will ich nicht wieder hinein. 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 Ich trotzdem jetzt mal hinein. Also doch schizophren. Meine Beine machen sich selbstständig. Das ist ein Problem, das hat jeder Protagonist. Das sieht gar nicht auffällig aus. Hall! Okay. Hey Mensch! Wollt ihr da etwa hinein? Nö, wir sehen nur so aus. Wir stehen hier so im Türraum. An dir vorbeigelaufen. Ich hab grad die Toilette gesucht. Ja, wollen wir. Okay. Und wenn ich euch sage, dass ihr da nicht hinein dürft, dann befürchte ich, haben wir ein Problem. Dann frage ich sie, warum. Oh, das ist so eine Konversation, oder? Dann sage ich euch, dass nur Magus der schwarzen Magie eintreten dürfen. Ich prüfe euch und ich lasse euch... voll auf die Fresse. Ey, das hat voll wehgetan, Alter. Du hast mein iPod kaputt gemacht. Du hast mein iGaben kaputt gemacht. Musst du es ihn gleich K.O. schlagen? Ja, solange es der andere Typ dort nicht merkt. Der wird sich an nichts mehr erinnern. Warum? Hauptsache, er steht noch. Also ja. Wenn mir einer volle Kanne aufs Maul haut, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht vergesse. Guck mal, du, ich hab den da. Guck mal, da. Ich dreh ihn jetzt dorthin. Was ist das für eine Musik? Das ist dann sozusagen der Partykeller. Ah, oh. Moment. Lieber speichern. Wer bist du? Los ist meine Küche. Kein Mensch dafür. Los ist meine Küche. Das interessiert dich nicht. Nö, überhaupt nicht. Oh. Was geht denn hier ab? Pornöses. Oh nein. Menschen. Oh. Es könnte ja was passieren. Endlich wieder normal speichern. Welcher Punkt? Seit wie vielen Folgen haben wir sowas nicht mehr gesehen? Ich mach mal zu. Ja. Ich sperre mich selbst aus dem Schloss aus. So ist es. Eigentlich ein, ja. Oh Gott. Da-la-la-la. La-la-la-la-la-la. Hey, Mensch. Hey, Mensch. Ja. Weißt du, vorher haben sie sich nur freundlicherweise wieder anders abgestellt. Jetzt bist du natürlich gleich tot. Ich mache jetzt zu, damit kein Sauerstoff zirkulieren kann und sie dann irgendwann alle ersticken. Bleib stehen. So, und jetzt? Wahrscheinlich vorbeischleichen. Dann, dann, da, da, dann. Hallo! Hallo! Leise und ungesehen wie ein Schatten renne ich zwischen diesen beiden Leuten hindurch. Was? Hey, Mensch! Bam! Tot. Die haben alle ihre Kontaktlinsen verloren. Ich hab nur das Klo gesucht. Das ist schön. Ach ja. Was gibt's hier? Oh. Wir gehen erst hoch und dann gehen wir wieder runter. Yay! Moment. Ich möchte mich erst einmal unten umsehen. Da gibt es garantiert nichts. Noch eine Treppe? So wow. Schön eingerichtet. Oh, hier, Abwechslung! Oh, jetzt zumindest haben die... zumindest haben die ganz genug Platz, um sich auszuleben. Ja. Und sich zu vermehren. Was? Hast bestimmt, kannst bestimmt voll die fette Party drin feiern. Ja.
Mit geiler Techno-Mucke. Wenn Blicke töten. Ah. Ey, eine Wand. Geile Wand.